Alter, was geht ab, Leute? Es ist Zeit für Döner des Monats. Neuer Monat, neuer Döner des Monats bei Hans Kebab. Ich habe selber noch nicht nachgeschaut. Ich lasse mich zusammen mit euch überraschen. Zeit verfliegt, Digga. Es ist schon September. Ich glaube, wir machen das schon ein Jahr. 12 Döner des Monats haben wir abgecheckt. Und ich habe aber diesmal gesehen, also ich habe noch nicht gesehen, was genau drin ist. Aber ich habe gesehen, es ist wieder ein Döner. Keine Kebab, Pinsa, was weiß ich da. Hans Kebab. Es ist zu viel los, Leute. Ich sehe das Schild nicht. Knuspriges Dönerbrot, ja, wissen wir Bescheid. Die Anzeige, Mann. Seitdem die diese technologische Anzeige mit dem Bildschirm haben, langweilt mich das mal. Okay, jetzt hier. Kalbchicken, wissen wir. Rote Zwiebeln, Kirschtomaten, oh, beste. Feta mit Minze, frittierte Kartoffeln und wieder geswitcht. Ich mach nicht mal einen Cut. Komm, switch gleich wieder zurück. Okay. Nochmal irgendwas rote Zwiebeln? Naja, okay, jetzt stehen Leute davor. Jetzt muss ich doch einen Cut machen. So. Zweimal rote Zwiebeln steht da drauf. Frittierte Kartoffeln, grüne Paprika, schwarzer Knoblauch und wieder geswitcht. Digga. Ich muss dem Chef mal Bescheid geben, dass die Rotation-Dauer circa Chilis und Sumak. 11,50? The fuck? Boah. Starke Preiserhöhung. So, jetzt seht ihr das Spiel, Leute. Und hier. Laden kennt man schon, muss ich euch nicht zeigen. Vielleicht mal das Spieß wieder, lange nicht gesehen. Alles ist hier teuer geworden, Leute. Nochmal Hähnchen-Kebab, 8,50. Hähnchen und Kalb gemischt, 9,50 gestiegen. Kalb, 10,50. Das sind schon stabile Preise mittlerweile. So. Ausnahmsweise nehmen wir es mal mit. Ausnahmsweise nehme ich es mal mit, weil ich glaube, es zieht ein Unwetter auf. Regen, Wind ist laut, Quali ist dann schlecht. Wie letztens, Mann, wo ich diese Krabbe gegessen habe. Wie heißt das? Lobster Roll. Verkehr war so laut. Im Schnitt habe ich kaum was gehört, Mann. Obwohl es voll wichtig war. Weil das war der Moment, wo mein Daumen geheilt wurde. Oder sich selber geheilt hat. Aber man hat es gar nicht gehört und mitbekommen. Wir sind zu Hause, ich habe ihn schon mal ausgepackt für Instagram, aber hier seht ihr ihn auch natürlich. Full ist er, so wie immer, man kennt's. Es fällt schon alles raus. Ordentlich Gewicht, ja, auf 11,50 gestiegen. Okay. Mal wieder ein Video von zu Hause, seltener Anblick. Ich habe ein paar Getränke, die will ich vielleicht demnächst testen. Dann gibt es ein Video von zu Hause. So, erstmal Fleisch, aber wir kennen das Fleisch. Gut gewürzt. Okay. Ihr seht auch die ganze Verpackung. Überall gewürzt. Also Fleisch sehr gut gewürzt. Nicht so softig, wie man es von anderen Dönerläden kennt, aber ist nicht schlecht. Mein Gott, alles fällt raus. Alles fällt raus, aber wir sind zu Hause, das ist kein Problem. Vor Ort ist ein Problem, aber hier nehme ich mir später einfach eine Gabel. So, die frittierte Kartoffel, nicht zu verwechseln mit Pommes. Auch ordentlich Kartoffel drin. 5, 6 Stück. So sieht er aus. Und er ist schon viel rausgefallen und der ist immer noch voll. Also es ist, der Döner ist größer und voller als der normale Döner dort und als der gewöhnliche Döner von anderen Läden. Das Besondere hier, okay, hier ist er an sich jetzt nicht so besonders. Also mit einer hervorstechenden Zutat. Warte. Erster Bissen muss mit Kirschtomate sein. Alter, diese Kirschtomaten haben es drauf. Mit Paprika, okay? Mmh.
Minze schmecke ich. Ich bin kein Fan von Minze im Döner. Ist Geschmackssache, manche Leute lieben es. Ist ein stabiler Döner, ist aber sehr klassisch. Klar, wenn du es mit klassischen Dönern vergleichst, dann ist er nicht klassisch. Aber wenn du es mit anderen Dönern des Monats vergleichst, ist es eigentlich ein Gemüsekebab. Hat Kartoffel, Paprika, ein paar extra Gewürze mit drin, Minze. Aber ansonsten ist es eigentlich ein ziemlich normaler Döner. Jetzt ist hier nichts Ausgefallenes dabei. Ist mir das Teil 11,50 wert? Ja. Wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, wenn man es mit anderen Dönern vergleicht, hole ich mir lieber einen Döner für 8 oder so. Wobei der schon voll als ein Döner, das ist fast 1,5 Döner. Ich war ja letztens auf dem Viktualienmarkt, habe mir normal dieses deutsche Brot geholt oder italienische Sandwich. Kostet 13 Euro. 13,50. Hat mich nicht satt gemacht. Das ist ungefähr die Hälfte davon. Und die Leute haben kein Problem, das zu zahlen. Also wieso nicht 10,50 für einen Döner zahlen? Oder 11,50. Was immer noch billiger ist als alles andere. Aber klar, verglichen mit anderen Dönern. Der ist überladen, voll, geil. Aber mir fehlt hier eine Soße. Euch nicht? Bestimmt auch, Mann. Noch so eine geile Joghurtsoße oder so. Klar, die ist hier irgendwo am Brot. Aber hier in der Mitte im Fleisch wird geil, Mann. Hier würde ich nicht sagen, dass er trocken ist. Aber er könnte saftiger sein. So eine geile Soße noch. Ich würde sogar so eine Cocktailsoße nehmen, diese Orangen oder so. Oder Knoblauch. Mein Gott, jetzt eine Knoblauchsoße drüber. Yes. Glaube ich ein Drittel, aber ich bin irgendwie schon voll. Wir hatten schon geilere. Ich mag die ausgefalleneren, deswegen kommen wir hier immer. Ich erinnere mich an, was war das? Preiselbeersoße, Hammer, Ananas, Saure Gurke. Nicht in einem, das waren zwei verschiedene, aber auch Hammer. Juse-Honig, Hammer. Das ist die legendäre Kirschtomate. Alter, die Kirschtomate mit diesem Fleisch kommt echt geil. Aber diese Kirschtomate hat halt viel mehr Power als diese dicke Fleischtomate, die sonst in Döner ist. Ja, ist ein stabiles Teil, was soll ich sagen. Ist jetzt keiner, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Aber ist eine solide Mahlzeit. Ich habe den Fehler gemacht und den abgesetzt. Wenn ich den jetzt wieder anhebe, fällt wieder was raus. Man muss auch bedenken, Chef hat jetzt diesen krassen Pizzaladen, hat nicht mehr so viel Zeit. Der macht auch noch andere Sachen. Der ist auch so, wie nennt man das? Juror. Kennt ihr diese Bestenlisten? So, nicht Michelin, aber es gibt noch so ganz andere. So Top 50, Best 50 heißt die, glaube ich, so. Und da werden ja jährlich, also im Jahr, werden einfach Restaurants im Geheimen getestet und dann stimmen die immer so ab und so. Das macht er auch sehr oft. Worauf ich hinaus wollte ist, es fehlt die Zeit für eine super kreative Idee mal wieder. Stell euch mal vor, so ein Bangmi-Döner. So Maggi. Okay, Maggi kommt egal, weil kennen wir von Mustafas. Maggi, Pâté, eingelegtes vietnamesisches Kraut und dann Dönerfleisch im Dönerbrot als Beispiel. Also wir hatten jetzt schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal Mexican Style. Aber bring mal Asian Style Flavor. Bring mal African. Mit irgendwas mit Fufu. Bring irgendwas mit Fufu-Döner. Das wäre doch mal geil. Also mir fehlt in letzter Zeit die Creativity. Ansonsten ist das stabil. Geht auf jeden Fall klar.
Ich hab Durst, Alter. Nach dem Döner brauche ich erstmal was Saftiges zu trinken. Und ihr wisst, wir haben alle Influencer-Getränke getestet. Zumindest alle, die ich gefunden habe. Und jetzt gibt's Goodies. So, warte. So ist besser. Und das ist mit und von Phoebe. Goodie. Ich glaube, die hießen davor Slotty. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dieselben sind. Ich glaube schon. Aber das war irgendwie zu viel Gamble-Casino-mäßig. Und Phoebe ist so eine Streamerin. Die hat eine eigene Edition. Mit weniger Zucker. Immer gefährlich. Weil weniger Zucker heißt auch weniger Geschmack. Man sieht es bei iCrimex. Mein Gott, die waren nicht so geil. Aber hey, let's go. Hinten Chips von Trimax, Happy Slice, aber die kommen wann anders. Ihr wisst, für einen Getränketest, das Weinglas mit Eis ist am Start. Getränke natürlich gekühlt, aber mit extra Eis. Früher war immer Shisha am Start, aber doch nicht mehr so viel Shisha. Ich bin auf Vape umgestiegen. Ich weiß, Vape uncool, dies, das. Okay, wir fangen nicht mit Phoebe an. Phoebe kommt zum Schluss. Was ist das? Eistee, Zitronengeschmack. Basic, Eistee, Zitrone. Schreibt unten in die Kommentare. Zitrone oder Pfirsich? Oh, zu viel, Anfängerfehler. Viel zu viel. Bei jeder Flasche kann man irgendwas scannen und gewinnen. Glaubt ihr, das ist echt? Dieses Zeugs, ich, für mich, also nichts gegen die jetzt, ich meine allgemein, ist es immer so Fake-mäßig. Wo sind die Werte, Mann? 25 auf 100, okay. Nicht so viel. Cheers. Kein bitterer Nachgang, sehr gut. Ja, Standard. Nicht besser, nicht schlechter als jeder andere. Zitronen-Eistee. Naja, solide halt. Kann man machen. Wir machen weiter mit Pfirsich. Auch ein Klassiker. Werte, ich nehme an genauso. Yes. Oh, normalerweise ist Pfirsich ziemlich dunkel. Pfirsich-Eistee. Der ist sehr hell. Was das zu bedeuten hat? Keine Ahnung. Cheers. Weniger süß, null bappig, als jetzt so Standard-Eistees. Hat einen stärkeren Pfirsichgeschmack. Ist eher sauer als süß. Ich weiß nicht, was deren Konzept ist. Auch stabil. Die sind halt null super süß, pappig, Eistee. Geschmack, was man halt so kennt. Beide solide, beide kann man machen. Alles klar. Wir machen weiter mit Bubblegum. Ich weiß ja nicht, Mann. Eistee, Bubblegum. Oh, ein Kilokalorien mehr. 26 haben die. Auch durchsichtig. Ich hätte jetzt ein bisschen irgendwie rosa vielleicht erwartet, weil das Auge spielt ja auch eine Rolle. Deswegen sind ja die meisten Drinks so bunt, farbig und so. Leichter Bubblegum-Geschmack. Aber auch hier ziemlich lasch vom Flavor. Null süß, null pappig. Klar, bei so wenig Kalorien. Okay. Kann man machen. Für die Leute, die, keine Ahnung, Bock auf Eistee haben, was Erfrischendes, aber kein Bock auf was zu Süßes wahrscheinlich. Fragt mich nicht.
Eistee, Cherry Cheese Geschmack. Erinnert an Montes Gönnergy, Raspberry Cheesecake. Alle so, oh mein Gott, was für ein krasser Flavor. Also krass im Sinne von unique, einzigartig. Geschmack selber kam, glaube ich, nicht so geil an. 24, das ist der leichteste bisher. Auch wieder klar und durchsichtig. Ich erwarte mir eine leichte Note und sonst auch wieder relativ geschmackslos. Aroma ist aber bisher am stärksten. Oh, Aroma ist am stärksten. Ich schmecke Kirsche, ich schmecke null Cheesecake. Auch hier eher sauer. Also leicht sauer, ist nicht voll sauer. Aber der Sauer, die Säure überwiegt, also es schmeckt mehr sauer als süß. Ja, okay. Die Frage ist halt, wann trinkst du das? Weil, ja, wenn ich Bock auf was hab, dann trinke ich halt irgendwas Zero. Oder wenn ich wirklich Bock auf was Süßes hab, dann trinke ich was Süßes. Das ist so ein Mittelding. Es ist nicht Zero, hat aber weniger Kalorien, weniger süß. Also vom Geschmack her schmeckt es wie Zero, aber Kalorien hat es nicht Zero. Wir kommen zum Endgegner, Phoebe. Orange Minze. Klingt nach Shisha. Wo sind die Dinge? 17. Der leichteste, nur 17. Wahrscheinlich selbe Farbe wie die anderen. Yes. Da schütten wir uns mal am meisten ein. Minze ist am Start. Cheers. Orange ist auch am Start. Also von allen fünf schmeckt er schon am besten, ja. Aber die schmecken alle nicht besonders geil, aber auch nicht besonders schlecht. Die schmecken alle ziemlich neutral. Bisschen so wie Wasser mit Geschmack. Also die schmecken nicht wie Eistee, die schmecken eher wie Wasser mit bisschen Flavor. Ja, kann man machen. Okay, Sommer ist jetzt vorbei. Im Sommer so einen kalten Eistee. Kann man machen. Ist jetzt nichts Schlechtes, ist jetzt nichts Verkehrtes. Mein Geschmack ist es nicht. Ich würde es safe nicht nochmal bestellen, also bestellen, kaufen. Aber austrinken werde ich es. Ausschütten, wegschütten werde ich es nicht. Ja, okay, kann man machen. Döner des Monats. Wieder in Dönerform. Eistees waren okay. Döner war okay, hatten schon bessere, hatten ein paar schlechtere. Der war mir jetzt nicht ausgefallen genug, wie gesagt, ich hoffe da auf super kreative Sachen. Das war's von mir, Leute, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, vor allem TikTok, meinem nicht aktiven Zweitkanal, ja, schauen wir mal, see you business und ciao.